Hi, wir sind ja jetzt in Muktinath nach, keine Ahnung, 12 Tagen Wandern, Trekken. Ist die Tour jetzt zu Ende? Das haben wir gestern gemeinsam entschieden, denn nicht nur der Gesundheitszustand lässt zu wünschen übrig, der meisten von uns. Vor allem bei Benny hat es nochmal übel erwischt. Ich meine, den Circuit wussten wir von Anfang an, dass wir den nicht komplett machen können, weil dafür die Zeit nicht reicht. Da bräuchte man einfach 4 Wochen Urlaub, um den wirklich machen zu können. Deswegen, wir sind jetzt in Muktinath, haben wir sozusagen die Hälfte des Circuits durch. Dafür haben wir ja den Tilicho Lake noch gemacht. Wir fahren heute nach Tatupani. Die Alex, die geht ja hier weiter, die verlieren wir jetzt eh. Und ja, Benny und Kathi fahren vielleicht auch woanders hin, nach Pokhara oder so. Also mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Oh, ich bin mal. Alex, ja. Was willst du uns noch mit auf die Reise geben? Was will ich euch mit auf die Reise geben? Keine Ahnung. Den Zuschauern, die uns jetzt live verfolgt haben und jetzt die Alex nicht mehr sehen. Ja, ich werde halt jetzt noch weiter wandern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hoffe, dass ihr euch einfach entspannen könnt. Ja. Bei dem, was ihr tut. Auf Wiedersehen. Alex wanderte weiter. Den Rest des Trails zum Basecamp, zum Everest und noch viel weiter. Noch ein halbes Jahr bleibt sie in Nepal. Ein Public Jeep brachte uns jetzt nach Jomsom. Vollgestopft mit Fahrgästen. Germany. Spaß. In Jomsom durften wir auf einen Bus warten, der uns weiterbringen würde. In einem Café trafen wir auf die kleinsten der Einheimischen. Mama, das? Da! Da! Da, da! Hallo! Hallo! Das war das letzte Mal, dass wir Kana sahen. Er stieg in einen anderen Bus und wir verloren uns dadurch. Nicht einmal Abschied konnten wir nehmen. Diese Busfahrt war mit Abstand die abenteuerlichste meines Lebens. Der Toto fuhr über Strecken, die ich keinem Geländewagen zugetraut hätte. Es kam, wie es kommen musste. Zum Glück konnten wir improvisieren. Hallo. Wollt ihr? Das permanente Rumschütteln im Bus sieht spaßig aus, aber nach ganzen 9 Stunden ist man einfach nur froh, wenn der Horror vorbei ist. Benny und Kathi fuhren weiter nach Pokhara. So, tschüss. Tschüss. Julia, besuchen wir uns.
Der Jay und ich, wir sind jetzt angekommen in Tatopani. Wieder auf 1400 Meter Höhe, also nochmal heute 2000 runter. Sind wieder mitten im Dschungel. Benny und Kati sind alleine weiter nach Pokhara, wo wir dann morgen auch hinfahren. Schauen wir mal zu den heißen Quellen einfach, wie es hier geben soll. Tatopani als Ausgangspunkt für den Poon Hill ist beliebt unter den Trekkern. Nicht zuletzt wegen der heißen Quellen. Der Tag drauf. Weitere 6 Stunden brutalste Busfahrt. Das ist cool. This guy here from Neuses, Augsburg. He's doing something really crazy now. He opens like a chocolate. Welcome to Nepal and this is Trekkers. Oh, now we open. Oh. It's open and I'm not eating it. You're not eating it? No! Whoa! Welcome!